Marley was dead to begin with. Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zum literarischen Viertel. Wir besprechen heute A Christmas Carol von Charles Dickens. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern auch heute am großen heiligen Abend habe ich drei Geister bei mir, die ich jetzt zu mir rufe. Ich starte mit dem Geist der längst schon vergangene Weihnacht. Valandi Zanti ist auch in diesem Jahr wieder da. Ho, 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 ho. Schön, dass ihr da seid. Frohe Weihnachten, Kronja Pola, Feliz Navidad, Je Noël, Buon Natale, Deutschland. Wundervoll. Schön, dass auch du wieder im festlichsten Gewande zu uns gefunden hast. Vom Nordpol, die Rentiere haben mich hierher gebracht. Ich höre sie noch klackern. Ich höre sie auch klackern hinter dir. Ich möchte dazu sagen, ich habe für den heutigen Abend passend die Weihnachtstasse. Oh ja, ich hoffe, deine ist auch mit festlichem Punsch gefüllt. Smoothie. Naja, auch sehr schön, sehr gesund. Dann rufe ich den zweiten Geist zu uns, den Geist der zukünftigen Weihnacht. Der liebe Steffen ist zum zweiten Mal im literarischen Viertel dabei. Hallöchen, oh Gott, mein Hintergrund ist weg. Der hat sich so erschreckt, als er denn... Der Hintergrund, man sieht schon extra weihnachtliches Grün erfüllt. Steffen Volkmar wieder dabei, unser Comic-Redakteur, der aber allerdings auch gerne Literarisches liest. Und jetzt sehen wir es auch, Comics und Bier sind sein Steckenpferd. Aber heute wird er mit uns über die Weihnachtsgeschichte sprechen, A Christmas Carol von Charles Dickens. Und dazu brauchen wir natürlich auch den Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Die liebe Joyce kommt wieder zu uns geflogen. Hello, ich bin grün wie der Grinch heute Abend. Ja. Schön, Joyce. Ja. Wäre natürlich schön, wenn jetzt Comics und Bier auch im Pulli zu sehen wäre, aber der Filter erwischt nur einen hier. Dafür sieht Joyce sicherlich einige Geister der letzten Nacht, denn ich habe gehört, sie hat vorweihnachtlich ausgiebigst gefeiert. Ja, genau. Schön, dass ihr alle an diesem heiligen Abend hier seid und Weihnachten mit uns gemeinsam verbringt. Herr Ingo von Vollenberg komplettiert natürlich unsere Viererrunde, unser literarisches Viertel. Und der Weihnachtsmann höchstpersönlich freut sich auf. Und ich bin immer noch total geschockt, als Valandi aufgetaucht ist. So hat sich sofort mein Hintergrund verabschiedet. Ja, und ich dachte, ich sollte vielleicht auch besser gehen. Katastrophe, Mann. Wo hast du das Ding gefunden? Für 5 Euro irgendwann bei Woolworth oder so. Und genau so sieht's aus. Ja, was? Also, es hat schon bis zum Fernsehen geschafft, dieses Outfit. Wir sehen die leuchtende Seite des Kapitalismus, blinkt in Valandi Zanti. Was? Wir sprechen heute über A Christmas Carol von Charles Dickens aus dem Jahre 1843. Erschienen natürlich in den vielfältigsten Verlegen all over the world. Ich habe hier eine Ausgabe von, ich weiß gar nicht, woher. Aber sie hat einen sehr schönen Goldrand, ja, also sie glänzt ein wenig. Es ist gar nicht so einfach, weil Valandi hat wahrscheinlich auf dem E-Reader gelesen. Ja. Ich auch. Ja. Sehr schön. Es ist gar nicht so einfach, eine richtig tolle Christmas Carol Edition zu finden. Es gibt unglaublich viele. Einige haben ja diese schönen, wie nennt man das, Radierungen? Oder, ja, also es gibt einige Bilder zwischendurch. Sind Radierungen, ja. Radierungen sind das, ja. Da haben wir ja zum Glück einen Experten fürs Visuelle. Und das hier ist der Ebenezer Scrooge. Hauptfigur der Geschichte, und die liebe Joyce erzählt uns mal, was dem lieben Herrn Scrooge so alles passiert. Meine kurze Langfassung. Also, es geht um Ebenezer Scrooge. Das ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der Weihnachten verabscheut und auch so ein bisschen von den Menschen in seinem Dorf vermieden wird. Und genau, da sieht man das, der armer alte Mann. Und einen Tag vor Weihnachten erscheint Marley, das ist sein ehemaliger Geschäftspartner, in Geisterform und möchte Scrooge warnen davor, dass wenn er so weitermacht wie bisher,
er auch so in Ketten gelegt ist und als Geist rumtigert. Also es wird dann beschrieben, dass Marley so in Ketten eingepackt ist und jede Kette, jedes Kettenteil quasi zu seinen Lebzeiten gebaut worden ist und die muss er dann in Geisterform herumschleppen. Und er sagt eben, dass in der folgenden Nacht Scrooge noch drei weitere Geister besuchen kommen. Der erste Geist reist mit Scrooge in seine Vergangenheit und zeigt ihm quasi nochmal sehr böse Verhaltensweisen und auch ganz besondere Dinge, die Scrooge dadurch verloren hat, durch diese Geldgier, die er dann an den Tag gelegt hat. Zum Beispiel hat sich seine Verlobte von ihm getrennt. Der zweite Geist reist mit ihm in die Gegenwart und zeigt Scrooge, wie schön Weihnachten sein kann, auch wenn man zum Beispiel nicht so viel Geld hat. Also die reisen zu dem Neffen von Scrooge und auch zu dem Helferlein Bob, der nicht sehr viel Geld von Scrooge erhält und trotzdem einen kleinen Truthahn für die Familie bereitstellen kann und die irgendwie so in Liebe zusammenkommen und feiern. Und der dritte Geist reist mit Scrooge in die Zukunft und zeigt Scrooge, wie sein Leben enden kann, wenn er so weitermacht wie bisher. Und zwar würde er alleine sterben. Und die Menschen würden sich eher darüber freuen, dass er nicht mehr da ist. Und genau, er wacht am nächsten Morgen am Heiligen Abend und möchte sein Leben komplett ändern. Er möchte netter sein, er möchte auch Liebe teilen, er möchte einfach sich wieder freuen und Weihnachten feiern, damit er eben nicht das alles erfahren muss, was die Geister ihm so gezeigt haben. Wundervoll zusammengefasst, mit allen Geistern der letzten Nacht gewaschen. Ja. Hat Joyce das natürlich toll präsentiert. Was man vielleicht noch kurz sagen könnte, die ganze Geschichte ist aus der Perspektive eines Ich-Erzählers berichtet, der das Ganze wie so eine märchenhafte Erzählung sehr informell einem Zuhörer vorträgt. Gut, dann zu Charles Dickens. Müssen wir zu Charles Dickens was sagen? Zwei, drei Sätze zu ihm, ist ein englischer Schriftsteller. Seine ersten Romane hat er als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen tatsächlich geschrieben. Steht eher für einen humoristischen und seine gesellschaftskritischen Werke, was wir hier auch heute wahrscheinlich auch mit besprechen werden. Und hat eine sehr bildliche Art, auch seine Figuren zu beschreiben. Seine wahrscheinlich bekanntesten Werke, Oliver Twist, ich glaube, das haben die meisten irgendwo schon mal gehört, ein Weihnachtslied in Prosa und David Copperfield. Und in diesen Werken vermischt er auch autobiografische Elemente. Auch darauf können wir in dieser Weihnachtsgeschichte auch zu sprechen kommen, weil er hat relativ früh, also nicht seinen Vater verloren, sondern sein Vater kam ins Gefängnis und wurde sehr früh mit Kinderarbeit schon konfrontiert, dass er die Familie mit versorgen soll. Und das sind alles Elemente, die auch hier mit eine Rolle spielen. Die ganze Familie kam ja, glaube ich, ins Gefängnis, wirklich alle außer ihm. Das heißt, notgedrungen hatte er dann natürlich die Versorgerposition. Ja. 1812 geboren, 1870 in London gestorben. Genau. Und wir besprechen jetzt in einer Viertelstunde, ob A Christmas Carol ein Werk ist, was man heute noch lesen sollte. Die meisten kennen es ja sicherlich aus irgendeiner Inszenierung, sei das Film, sei das Theater, sei das ein Hörspiel. Wir wollen uns jetzt natürlich vor allen Dingen auf das Buch beziehen und auch ein wenig herausarbeiten, ob das Buch denn überhaupt irgendein Zusatzelement hat, wenn man denn schon eine Verfilmung kennt. Wir legen los, das literarische Viertel startet jetzt. Ja, dann ergreife ich sofort die Gelegenheit und das Wort und ich sage mal, ich habe die Weihnachtsgeschichte Christmas Carol sehr früh in meiner Kindheit schon kennengelernt, allerdings in der Disney-Variante, weil das gibt es natürlich auch mit Mickey Mouse und mit Dagobert und der Grund dafür ist nicht arg weit hergeholt, weil Uncle Scrooge ist ja nun auch der amerikanische Name für Dagobert. Und da hat sich damals Disney wirklich auch daran orientiert, an der Weihnachtsgeschichte den alten Geizhals daher zu holen. Und das war mein erster
Kontakt damit. Ich bin selber kein großer Weihnachtsfreund, aber ich mag diese Geschichte allein schon deswegen, weil mich das in den Kindheitstagen sehr, sehr, sehr beeindruckt hat. Auch die Umsetzung natürlich. Und seitdem verfolge ich, und das finde ich fast interessanter als die Geschichte selbst, in wie vielen unglaublichen Varianten die schon rausgekommen ist. Also als Film, als Musical, als Theaterstück, als Zeichentrick und da natürlich auch in verschiedenen Interpretationen. Auch die Geister, die ich rief, sehr, sehr Comedy-mäßig, ist natürlich darauf basiert. Und genau, Scrooge im Original mit Bill Murray, die große genau. Verfilmung New York City, Bill Murray als Filmproduzent. Genau, und das fand ich einfach über die Jahrzehnte jetzt unglaublich faszinierend. Die Geschichte selber, die ist natürlich so ein bisschen moralinsauer. Das ist so ganz, ganz der große Zeigefinger. Aber auch da schwingt natürlich mit, dass Dickens wirklich ein gesellschaftskritischer Schreiber war. Er war ja auch Journalist, also er hat nicht nur in den Tageszeitungen seine Fortsetzungsgeschichten veröffentlicht, sondern er war selber einfach auch Journalist und hat sich vor allem auch mit den Missständen in der Gesellschaft auseinandergesetzt und hat das natürlich hier in ein Weihnachtsmärchen verpackt. Und das war ja schon immer so ein Ding, Gesellschaftskritik in Märchen verpacken mit einer großen moralischen Endnote darin. Das haben ja viele Märchenschreiber gemacht. Und deswegen gilt das natürlich auch so ein bisschen als sein Moralstück. Und was ich jetzt nochmal in Vorbereitung auf den heutigen Tag gelesen habe, war die Graphic Novel, die vor einem Jahr rausgekommen ist, Scrooge, eine Weihnachtsgeschichte. Und jetzt sieht man, das ist ein relativ dünner Band mit nur 40 Seiten. Die Novelle ist natürlich auch nicht so wahnsinnig dick. Und hier hat man einfach durch das Visuelle nochmal so ein bisschen eine verkürzte Variante, weil man das so ein bisschen verdichten konnte. Allerdings haben die beiden Macher, Rodolphe und Estelle Maillan, die haben auch noch einen erzählerischen Kniff angewandt. Denn hier wird er nicht von drei Weihnachtsgeistern heimgesucht, nachdem sein verstorbener Partner ihn rein erst das erste Mal heimgesucht hat, sondern Jacob Marley, also sein ehemaliger Partner, der muss hier quasi alle Geister durchspielen. Was eine gewisse dramaturgische Sache hat, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es natürlich die Geschichte nochmal verdichtet. Das heißt, sie konnten es etwas dünner machen und weil das Ding eigentlich für Kinder gedacht ist. Und die Geister, wenn man die Originalgeschichte liest, die Beschreibung der Geister und wenn man auch die vielen Umsetzungen sieht, die sind schon höchst gruselig. Und das haben sie hier so ein bisschen aufgefangen. Sind aber wunderschöne Zeichnungen, muss man wirklich sagen. Und bietet ansonsten den gesamten Plot in einer wunderbar schönen Art, der sehr, sehr, sehr nah am Original sonst dran ist. Wie gesagt, diesen einen Twist haben sie sich gegönnt. Aber ich finde nach wie vor, dass das zu Weihnachten immer noch funktioniert und vielleicht auch so ein bisschen als Moralbarometer für Menschen, die so ein bisschen neben der Spur laufen, funktionieren kann. Aber, Joyce eben als Grinch. Ne? Aber es ist eben schon sehr, 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 seid gut zu euren Mitmenschen, mit dem Holzhammer auf den Dez gehauen. Ja, wenn nicht zu Weihnachten, wo du es ein bisschen bringen kannst, wo dann? Und er hat ja verschiedene Ebenen eingebaut. Ich finde es ganz cool, dass du hast es direkt als Märchen auch eingeordnet. Ich denke, es gibt so verschiedene Arten, das auch einzuordnen. Also klar, für mich ist es eigentlich auch ein Märchen, wenn wir ganz ehrlich sind. Dieses fantastische Element mit den Geistern, die kommen und am Ende das Happy End auch. Es ist ja jetzt nicht so der große Twist. Also es kommt für mich auch schon sehr plötzlich, jetzt kommt der dritte Geist und wieso hat das jetzt ausgelöst in ihm, dass er quasi sein Wesen ändert? Und darum geht es ja gar nicht. Es geht um das, was dahinter halt mit vermittelt wird und das finde ich ja auf ganz vielen Ebenen statt. Also dieses mit den Geistern ist ja schon sehr religiös, was reinbringt, das Sozialkritische. Moment, genau, diese religiöse Seite, sorry Valandi, aber die Geister sind ja nicht unbedingt religiös. Also es handelt sich ja um das höchste christliche Fest, aber ja. Die Geister sind ja im christlichen Glauben eigentlich nichts, was man erwarten würde, oder? Also so kann ich es ja einordnen. Und damit ich den Gedanken zu Ende bringe, das habe ich drin, ich habe das Gesellschaftskritische drin. Und da wird Joyce jetzt wahrscheinlich auch ins Spiel kommen. Diese Psyche, wie sie sich verändert hat von der Hauptfigur, das ist ja eigentlich auch ein sehr entscheidender Faktor, was da der Auslöser war. Okay, nur das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der damit einspielt, in meinen Augen.
Ja, ist der Ausflug von Scrooge denn eine tiefenpsychologische Reise? Ja, wahrscheinlich schon. Also er wird ja mit seinem Verhalten so konfrontiert und also ne, es wird ihm ja quasi gespiegelt, nennt man das, was er so gemacht hat. Und erst durch so ein Spiegeln wird einem ja bewusst, wie das so für andere ankommt oder bei einem selber so ankommt. Ne? Und ja, würde ich schon sagen, es war so ja tiefenpsychologisch. Ja, wobei der moralische Aspekt darin, der ist ja tatsächlich nur die übergelegte Geschichte, mit der sich Dickens praktisch vor den, ja, vor den Oberen so ein bisschen geschützt hat, weil was die eigentliche Gesellschaftskritik, also die Wandlung von ihm, vom Saulus zum Paulus, das ist ja die eine Sache und was da im Kopf stattgeht. Aber tatsächlich, was er dort einfließen lässt, ist eben wie das, wie der Geldadel der damaligen Zeit und vor allem eben auch die Banker, aber auch die Stadtführung, wie die armen Leute, die Arbeiter haben ausbluten lassen. Und das wird ja natürlich hier auch ganz klar in der Geschichte vom kleinen Timmy. Das darf man nicht unterschlagen, weil das ist eine Figur, die auch immer wieder auftaucht. Heute auch als Synonym tatsächlich für das, wie eben der kleine Mann, wie aber auch Kinder behandelt werden. Der kleine Timmy, der an Krücken geht und der auch in einer dieser Visionen dann natürlich tot ist. Und die Konterversion wäre, wenn ihr nur ein bisschen Geld gegeben hättet oder die Armut gesehen hättet, dann könnte der kleine Timmy, der kleine Tim noch leben. Und das hat er eben da unterschwellig wahnsinnig schön einfließen lassen. Und das ist genau diese Gesellschaftskritik, von der wir die ganze Zeit reden. Das Moralinsaure, das Moralstück darüber, das ist quasi der Deckmantel, mit dem er das Ganze verkauft hat. Das Märchenhafte ist es dann, wo er sagt, das ist doch gar keine reale Geschichte, das ist ja eher sowas Märchen-eskes. Und damit hat er tatsächlich genau das verborgen, was ihn möglicherweise zu seiner Familie in den Knast gebracht hätte. Und hier ist das Stück eben so brillant. Ansonsten ist das schon so eine sehr behäbige Erzählung an und für sich, wenn man es mal locker liest. Aber man muss diese Ebenen betrachten. Auf literaturwissenschaftlicher Ebene ist das ein wahnsinniges Stück, was er da in diese paar Seiten reingepackt hat. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, Ingo, du hast ja auch gefragt, also die Geister repräsentieren ja schon irgendwie eine Form von Schutzengel und was du da vermittelst, diese familiären Werte sind ja schon sehr höchstchristliche, die da mit einfließen. Also so habe ich das einfach verbunden. Das Gesellschaftskritische ist natürlich das Wichtige. Und die Frage, die ich mir natürlich immer noch stelle, oder was eigentlich das Interessante ist, wie so ein Werk, weil es gibt gesellschaftskritische Werke. Warum ausgerechnet dieses Werk so eine Haltbarkeit über die Jahre hat, das finde ich ist eher die interessante Frage, die wir hier auch nochmal stellen können. Denn es gibt Adaptionen, nur die hat es halt. Es gibt einige Adaptionen, extra. Es gibt ja alleine weit über 20 Verfilmungen, was ja wirklich unglaublich ist. Und zu der Gesellschaftskritik muss ich mal sagen, es ist ja keine tiefgehende Gesellschaftskritik. Das System an sich, das kapitalistische aufkommende System, wird ja nicht kritisiert, dass die überhaupt in dieser Akkordarbeit da sitzen müssen und wie die Arbeiter behandelt werden, sondern es ist ja wirklich der Scrooge. Und der Scrooge bleibt der Geschäftsmann am Ende, der er am Anfang war, nur dass er eben gütig ist und dass er jetzt spendet am Weihnachten und dass er das Fest zu schätzen weiß. Ansonsten ist da ja nichts passiert. Ja, also es geht ja nicht in die Tiefe so richtig, die Kritik. Was ich allerdings hochinteressant finde, und deswegen habe ich bei dir, Valandi, auch vorhin das Christliche angesprochen, Weihnachten als christliches Fest, was ja über Riten wie zum Beispiel diese alten mythischen keltischen Riten, die es ja auch noch teilweise gibt in der Überlieferung, wie die Rauhnächte, ja, so das Besinnen, das Austreiben der Geister. Das hat Dickens ja so ein bisschen kombiniert miteinander. Man erwartet ja keine Weihnachtsgeschichte, die mit einem Tod losgeht. Der allererste Satz, und deswegen habe ich ihn auch zitiert am Anfang der Folge, heißt, Marley ist tot. Ja, damit fängt er an. Und dann betont er immer wieder, es ist kein Zweifel, dass Marley tot ist. Ja? Das heißt, es ist ganz klar, dies ist ein Märchen und dies ist ein gruseliges Märchen, hat Steffen auch schon gesagt, für Kinder teilweise durchaus harter Tobak. Und das stülpt er dann über die christliche Weihnacht. Und ich habe so das Gefühl, dass sich erstens niemand daran stört, weil alles, was dort passiert, sind irgendwie so menschliche Grundwerte, bei dem jeder sagen kann, ja, okay, finde ich gut.
Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber ungewöhnlich. Also er hat ein Setting, eine Atmosphäre, die ja auch bei Scrooge zum Beispiel mit Bill Murray dann so ein bisschen over the top betrieben wird. Und es gibt ja zahlreiche Verfilmungen, bei denen einfach damit gespielt wird. Und ich finde, das hat halt einen riesigen Charme. Ja, also der Scrooge als Person, ich meine, er ist ja die Hauptperson. Am Anfang wird trotzdem beschrieben, wieso man ihn überhaupt nicht mögen kann. Ja, und am Ende ist er natürlich der ganz Gute, der irgendwie was auslöst in einem. Und gerade die Geschichte mit Tiny Tim ist natürlich was, was einem emotional auch nahe geht. Und ja, dieser Gedanke, okay, es ist jetzt Weihnachten und ich mache ein bisschen was für eine schönere Welt, eben eingedichtet in dieses spooky Setting. Also als dann der Türknauf sich ändert und das Gesicht auf einmal von Marley zu sehen ist und als der Marley zu ihm hinkommt und der Dialog zwischen den beiden, finde ich hervorragend. Also ich finde, er hat hervorragend seine Figuren konstruiert und da wirklich ein Märchen geschaffen, was absolut lesenswert ist. Gerade auch in den Dialogpassagen. Aber bleiben wir nochmal bei der Gesellschaftskritik. Die ist natürlich schon sehr, sehr, sehr explizit vorhanden. Weil ich meine, er ist natürlich der, der das Geld hat, der am Ende zwar das Geld auch dann auf der Straße verteilt hat. Also der hat sich schon verändert, weil er auch nicht mehr an dem Geld so hängt und natürlich auch erkannt hat, dass Geld draußen fehlt. Weil es geht da auch darum, der kleine Tim, der kriegt keine ärztliche Versorgung, weil es das für die Armen einfach nicht gibt. Sein Untergebener, der im Akkord arbeitet, muss der eigentlich an Weihnachten nicht frei bekommen soll. Das sind immer diese kleinen Hinweise, die aber sehr subtil und gut eingebaut sind. Und es geht ja auch um seine Familie, weil er wird ja auch eingeladen zu einem Weihnachtsfest mit seiner Familie und sagt, mit diesem Pöbel möchte ich mich gar nicht abgeben. Auch weil es dort nicht das gibt, was ich gerne essen möchte. Das ist ja auch was immer so durchkommt, weil die gar nicht das Geld haben, sich das zu kaufen. Aber gleichzeitig der Konsum da draußen herrscht, weil er den ja auch als Geizhals verurteilt. Da sagt er, ja, ihr habt kein Geld, aber ihr wollt trotzdem irgendwie zu Weihnachten einen Braten essen. Was sollen die Scheiße? Geht arbeiten, dann könnt ihr euch das leisten. Und so ist natürlich diese Gesellschaftskritik, die ja nicht zu offensiv sein dürfte, damit er das überhaupt verkaufen kann, ist ja sehr schön, wunderbar, subtil eingearbeitet, aber durchaus präsent, wenn du dir diese Ebene anguckst. Ja, also gerade wenn man Steffen, aber du, ich gebe dir natürlich völlig recht, sie wird an seiner Person festgemacht. Das System wird nicht offensiv kritisiert, sondern es wird auf seine Person gebündelt und damit kann es jeder annehmen. Okay, dass sich dieser Sack ändert, dass selbst der größte Kapitalist kann irgendwie damit leben und sagen, ja, nee, das ist schon in Ordnung, da hat er sich schon gut verhalten. Also ich meine, das hat ja natürlich so ein bisschen was von einer Charity-Show, weil danach kann es ja dann wieder weitergehen. Also ich kann natürlich für mich auch das Ganze rausziehen, dass ich sage, okay, ich muss mich am Weihnachten ein bisschen gut verhalten, ein bisschen was spenden, dann ist es auch in Ordnung, dann darf ich aber auch weitermachen. Es geht ja über Weihnachten hinaus. Also es wird ja relativ deutlich, diese Veränderung der Wertevorstellung. Steffen hat es gerade gesagt, vom Saulus zum Paulus und auch dieses Ich spende, es gibt dann halt auch dieses Spenden und ich tratsche es raus, dann ist es ein Prahlen. In der Form, es wird ja schon relativ deutlich gemacht, was ist dann, was er darstellt. Wir reden ja immer noch über Zeit der Industrialisierung. Also es ist eine andere Form, was wir darstellen. Und das ist ja das Interessante, deswegen habe ich die Frage vorhin gestellt, dass selbst dieser Zeitpunkt auf heute immer noch angewendet werden kann, weil wir reden darüber, dass eine einzelne Person ich-bezogen darauf reagiert, die Werte auf sich selbst bezieht. Und eigentlich, wenn an mich gedacht ist, dann ist eigentlich an jeden gedacht. Nur der Gedankengang soll ja hier eigentlich sein, wenn an den anderen mitgedacht wird, dann wird an alle gedacht, dann wird gemeinschaftlich gedacht. Und ich finde, das macht schon diese Geschichte sehr einzigartig. Bisschen auch wieder dieses moralische, ja, nur wenn nicht an Weihnachten das möglich ist, so etwas zu vermitteln, wo so eine gewisse Öffnung ist, wo jeder mit seinen Wundern so ungefähr glauben und dran glauben will, dann weiß ich auch nicht wann. Und deswegen ist dieses Setting schon für mich auch gut gewählt und hat, um meine eigene Frage von ein paar Minuten zu beantworten, deshalb diesen Gehalt über die Zeit eben auch. Entschuldigung, sprachlich, weil das mache ich immer in der letzten Sekunde, bildlich wirklich. Eine Minute noch. Ja gut, also bildlich immer sehr schön und ich finde, das macht es eher aus. Die Wandlung der Figur kommt für mich nicht durch den Twist in der Story, auch das hatten wir am Anfang, sondern eigentlich durch diese Bilder, die dargestellt werden. Die sind so präsent,
vor den Augen, dass das für mich dann greifbar war. Aber viel zu komplex für Kinder, finde ich. Also ich habe das gelesen und dann dachte ich mir, puh, also ich weiß jetzt nicht, ob ein Kind Kompagnon versteht. Genau. Also, Steffen, sehr gut. Ja, genau. Also ich würde nicht auf das Buch verweisen zum Vorlesen, sondern dann eben auch auf so eine Graphic Novel gehen. Nur ja, oder auf eine der zahlreichen Verfilmungen, die ja auch kindlich angepasst sind. Ja, also da, ja, weil die Sprache ist herausfordernd, ja. Dennoch bin ich auch der Meinung, dass auch die meisten der Filmadaptionen relativ spooky sind. Also, ja. Also man muss schon auf eine ziemlich alte ausweichen, um das so ein bisschen zu umgehen. Oder auf die Disney-Variante. Selbst die. Also ich finde, die hat es auch schon so in sich. So, es mag oder mag nicht sein, dass die Geister an der Uhr zwischendurch gedreht haben und sie nicht ganz korrekt die Zeit wiedergegeben hat. Man mag es uns oder mir nachsehen. Genau, nochmal in einem Abschlusssatz. Die Christmas Carol von 1843 Variante, also das Originalbuch. Sollte man es denn lesen oder nicht? Also ich finde, man sollte es unbedingt lesen. Vielleicht nicht mal, um diese moralische Ebene da zu haben, sondern weil es einfach ein sehr interessantes literarisches Werk ist und weil es unglaublich interessant ist, zu sehen, wie sich das eben bis heute gehalten hat, wie es der Valandi vorher so schön gesagt hat und wie ich meinte, wie es in so vielen unterschiedlichen Varianten auch adaptiert wurde. Und allein das ist unglaublich sehens- und wissenswert und man kann das nur verstehen, wenn man den Urtext mal gelesen hat. Valandi? Ich würde gerne, also Joyce hat am Ende einen sehr interessanten Punkt eigentlich angesprochen, um das zu erweitern. Ich spreche auch eine dringende Empfehlung eigentlich für jedermann, jeder Frau aus. Sucht euch eventuell das Medium aus, je nachdem, in welchem Alter ihr seid. Sei es hören, sei es sehen, egal von welcher Art. Die Geschichte ist sehr greifbar und ich halte es auch für den richtigen Zeitpunkt, sich damit einfach, man muss sich nicht mal damit auseinandersetzen, sondern es langt wirklich, es einfach mal diese Emotionen auf sich wirken zu lassen und klar, dann auch irgendwann mal vielleicht auf den Originaltext zu greifen, um zu sehen, okay, von welcher Darstellung gehen wir eigentlich aus und wie hat sich das auf heute eigentlich immer weiter übertragen können? Also das finde ich toll. Joyce? Ich finde es auch sehr lesenswert. Die Sprache ist herausfordernd, würde ich deswegen nicht für Kinder vorlesen. Da würde ich eben nochmal, wie gerade gesagt, die Graphic Novel herziehen. Ich habe gestern auch das Weihnachtsmusical von 2022 geschaut. Fand ich auch sehr spooky, fand ich auch nicht so kindgerecht. Also für Erwachsene ja, total schöne Geschichte. Für Kinder, wie Valandi gesagt hat, Medium gut auswählen und schauen, ob das passend ist. Ja. Ich muss sagen, genau, meine Variante ist übrigens von Collector's Library, die ist 2012 erschienen und ich finde, man sollte auf jeden Fall eine Variante mit den Radierungen nehmen, die sind doch auch ganz interessant. Ich spreche auch eine unbedingte Empfehlung, Leseempfehlung aus und vor allen Dingen würde ich es auf Englisch lesen. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Und das Englisch ist nicht zu schwer. Man denkt sich vielleicht bei Dickens, ist mit Sicherheit sehr angestaubt. Nee, also er macht das kurz und knackig und on the point. Da gibt es natürlich einzelne Wörter, die man nicht versteht. Aber wenn man den Stoff kennt, wenn man schon eine Verfilmung gesehen hat, dann ist es auf jeden Fall gut machbar. Und sprachlich durchaus ein Genuss, was er dort zusammengestellt hat. Vor allen Dingen das erste Kapitel. Also ich finde, wie Scrooge charakterisiert wird, auch durch die anderen, die auftreten. Da gibt es zum Beispiel eine Passage, in der gesagt wird, manchmal wird der Scrooge genannt, manchmal wird der Marley genannt. Aber ihm ist es völlig egal. Hauptsache, der Rubel rollt. So, ne? Und das fand ich sehr, sehr schön, dass war sehr gut beschrieben. Also absolute Leseempfehlung. Ich wüsste noch abschließend gerne von euch, gibt es eine Lieblingsverfilmung, die ihr habt von A Christmas Carol? Bei mir ist es die mit Bill Murray, einfach weil ich sie sehr präsent im Kopf habe. Steffen? Ich finde die auch tatsächlich sehr super, weil sie das Thema in einer schönen Art und Weise adaptiert. Aber ich glaube, meine Lieblingsversion bleibt tatsächlich die Disney-Version. Joyce? Ich komme wahrscheinlich jetzt hier nicht so gut weg, aber das Musical war das erste Mal, dass ich
mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. Deswegen kann ich jetzt nur das Musical erwähnen. Ist es das mit Jim Carrey? Nee, das ist so ein Zeichentrick-Musical. Ah, ja. Ich glaube, das ist auch ja. Gut. Nee, Jim Carrey. Nee, also es ist ein Zeichentrick. Dann muss ich jetzt noch sagen, meine Lieblings-Christmas-Carol-Variante ist natürlich die Muppets-Christmas-Carol-Variante. Ich glaube, von 1992. Ist auch sehr schön. Ja, hervorragend gemacht. Sehr gut. Ah, sehr schön. Sehr gut. Waldorf und Stettler. Es ist vor allen Dingen wirklich cool. Also ersten zwei Jahre nach dem Tod von Jim Henson. Das heißt auch, dass seine Figuren leben gelassen wurden und weitergemacht haben. Das war ja nicht so unbedingt selbstverständlich. Und dann ist es in der Hauptrolle, glaube ich, Michael Caine, der wirklich den Scrooge hervorragend spielt und wirklich so ein Ankerpunkt ist, weil nur durch seine Ernsthaftigkeit können die ganzen albernen Muppets drumherum so funktionieren. Also er hält wirklich diesen ganzen Film zusammen. Der Film driftet nicht ins Alberne ab, hat aber viele sehr witzige Parts. Und er ist wirklich unglaublich nah am Original. Und das weiß ich jetzt natürlich nur, nachdem ich den Originaltext jetzt auch zum ersten Mal gelesen habe. Und jetzt ist die Frage natürlich an euch gerichtet. Habt ihr das Buch selber gelesen? Sind euch eher Verfilmungen bekannt? Gerne unten rein tippen in die Kommentare und dann natürlich euch allen wunderschöne Weihnachten. Habt viel Spaß, verbringt vor allem erholsame und ruhige Feiertage und wir freuen uns dann natürlich, euch bei den nächsten Ausgaben wieder begrüßen zu können. Du widersprichst nicht dem Weihnachtsmann, Herr Ingo Vollenberg, damit das mal klar ist. Ne? Also erstens, wenn man schon im Weihnachtsspirit jetzt ist durch die Christmas Carol, kann man natürlich auch besonders viel teilen. Ja, wir haben gelernt, ja. man soll teilen, also teilt sie gerne, unsere Folge, dann macht ihr uns auch eine Weihnachtsfreude. Und dann natürlich die Glocke setzen. Ja. Ich höre meine Rentiere schon wieder, ich muss los. Ja, wir sehen uns noch einmal in diesem Jahr wieder. Dann ist der liebe Steffen auch bei uns. Seine Kanäle natürlich in der Beschreibung. Joyce und Valandi kommen auch wieder zusammen. Und dann werten wir aus, was haben wir denn eingelöst von unseren guten Vorsätzen im neuen Jahr? Welche Bücher, die wir uns vorgenommen haben, haben wir tatsächlich gelesen? Das wird die letzte Folge in diesem Jahr, bevor es mit neuen Vorsätzen in 2023 losgeht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Happy Consume Terror Time.